Schönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 10. Juli. Wobei in Europa jetzt noch Samstag ist. Wir sind ja hier ein bisschen der Zeit voraus. Und ich habe jetzt gefrühstückt, habe meinen Kaffee gehabt und Gedanken darüber, ob ich den wirklich noch brauche. Eigentlich nie mehr. Ja, und dann schaue ich so zum Himmel hoch, weil ich heute nachts um 2 schon gemacht habe. Und da war sternklar. Ich dachte, Mensch, da ist ja morgen wieder herrliches Wetter, um genau für das, was du vorhattest. Ich werde mich mal heute auf einen Spaziergang begeben, auf der Suche nach Bambus und noch einigen Jamsknollen für den Garten. Die kommen in die Erde. Neulich fragte ich den Priester, war, warum bist du, siehst immer so ernst aus und da fühle ich mich manchmal auch nicht so toll in deiner Gegenwart. Und nun ist es ja so, dass ich immer zu dir komme. Ne? Und er sagte dann zu mir, Nico, mach dir nicht so viel Sorgen darüber. Ich bin 74 Jahre alt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Da hat sich der Gesichtsausdruck schon reingebrannt ins Gesicht und da musste ich lachen. Und dann haben wir beide gelacht und dann war alles wieder gut. So viel zu mir selbst. Ich mache mir nämlich immer so viel Gedanken und das ist nicht gut. Ja. Heute Weltpremiere. Ein oder andere erinnert sich ja noch an die Konstruktion, die ich vor knapp einem Jahr angefangen habe zu bauen. Die steht natürlich immer noch. Habe mir zwar hier ein paar Holzscheite weggenommen, Holzscheite, Baumstämme, die ich hier mit viel Mühe und Not hingeoxt habe. Aber so die Grundkonstruktion steht noch. Ja, und da ist jetzt halt ein Blechdach drauf, was Regenwasser einfängt. Und das macht es ganz gut. Besser als eine Plane. Und das läuft dann in ein Fass. Einfach durch einen Filter aus, gemacht aus dem alten Bettlaken. Funktioniert wunderbar. Wenn das Fass voll ist, läuft es denn über Plastikleitungen, was anderes gibt es hier leider nicht, in dieses Fass. Ja, die Duschplatte ist auch schon hart geworden. Haben wir schon getestet, funktioniert. Die Wäsche, die ich gestern Mittag gewaschen habe, die hänge ich immer schön ausgewrungen, schön nass auf. Dann ist er immer gleich gebügelt. Ja. Trocknet dann immer so, dass da nicht so viel Falten drin entstehen. Duschwasser. Eine ganz simple Dusche. Und so sieht der Garten halt von hier aus. Noch mal ein bisschen anders. Auf der Suche nach Bambus. Und ich kann es fühlen, ich bin in der Nähe, aber den Bambus habe ich immer noch nicht gesehen. Aber ich befinde mich jetzt schon auf dem richtigen Abschnitt, kann man sagen. Und ja, schaut mal, was ich gefunden habe. Wieder mal mitten im Wald. Ich denke mal, vor ein paar Jahrzehnten war das gar kein Wald. Paar wild wachsende Bananenbäume und, wie ihr schon selber seht, auch verwilderter Maniok. Laufen dir noch ein paar Bananenbäume über den Weg, dann kannst du die mitnehmen. Das werde ich hiermit mal machen.
Den habe ich mir schon gezogen. Und ich bin gespannt, was das für eine Sorte ist. Noch eine kleine Familie. Und da sind ja die verstorbenen Eltern. Ja. Zu diesem schönen Sonntag, den 10. Juli. Noch ein paar Grüße ins Deutschland an Tina und dann Carmen zu ihrem Geburtstag. Alles Gute. So, heute nach getaner Arbeit. Jetzt haben wir es. Kurz vor 2:30 nachmittags. Ja, meine Schwellung ist noch nicht zurückgegangen, eher mehr geworden. Diesmal hat mich nichts gestochen. Oder doch? Vielleicht der Hafer. In diesem Fall halt Kokosnuss geraspelt, ein bisschen Sternfrucht. Und das hier ist von einer Kokosnuss, dieser Schwamm, wenn die Kokosnuss anfängt zu keimen. Ja, ein bisschen Wasser. Fertig. Man kann nur Zucker ranmachen, wenn man will. Ich will gerade dem Herbert, der ist jetzt draußen vorm Käfig, festgeleint erstmal. Ich wollte dem nur zu fressen hinmachen und wen entdecke ich da? Da steht die alte Trude, die mir vor 2 Wochen aus dem Sack gehüpft ist, steht da vor mir Hege und kommt nie rin. Ja, ist erstmal abgehauen, weil sie mich gesehen hat. Mehr kommt der Neue auch nicht. Ja. Ich bin des Videomachens im Moment ein bisschen leid, habe auch viel zu viel Arbeit und mit mir selbst zu tun. Ja, meine Verbrennung am Fuß oder an den Füßen, unterm Bein. Mehr als ein Sonnenbrand ist nicht geblieben. Und auf dem linken Fuß, ja, nichts. Ja, jetzt wird jeder gleich sagen, von wegen, ja nicht, was ist denn das da alles? Na, das sind ja alles Verbrennungen, also da sind mir Glutfunken raufgeflogen, ja, ich weiß, auch wenn man Socken anhat, dann merkt man das erstmal eine ganze Weile ja nicht, aber dann merkt man es doch. Ja, 16 Uhr haben wir es an diesem schönen Tag, im Mittwoch, Mitte Juli. Und ich weiß, ich sehe scheiße aus. Ich bin jetzt aber vor einer halben Stunde noch mal aus meinem Bett gekrochen. Um mir einfach noch mal ein Mahlzeitchen zu machen. Ein bisschen Kokosnüsse raspelt mit einer halben Tasse Haferflocken. Um dann den Herbert in sein Gehege zu bringen. Den hatte ich nämlich heute ganz weit weg verfrachtet. Weil der den ganzen Tag gekräht hat. Wenn ein Hahn ohne Frau ist, dann krähen die echt den ganzen Tag und ich konnte deswegen nicht schlafen. Und dann hatte ich mittags rum ein bisschen weiter weg verfrachtet, dass das Krähen nicht mehr so laut ist. Ja, und den Käfig, den hatte ich natürlich aufgelassen, so, ne? Präpariert, falls die olle Trude wieder kommt. Ja, und gerade jetzt. Ich habe da mein Kokosnuss geraspelt, fertig gemacht. Muss nochmal ins Roundhaus eine Fäß holen. Komm wieder zurück. Und ich hatte vorher schon ein bisschen geraspelt in den Käfig gemacht. Und wen seh ich da fressen? Die Trude. Ja. Naja. Ich habe den nur noch dran gezogen. Und dann war der Käfig zu. Und die olle Trude hat dann erstmal Welle gemacht, ist ja klar. Ja, die guckt doch jetzt immer noch ein bisschen. Aber jetzt hat sie erstmal 1-2 Wochen Zeit, sich an den Käfig hier zu gewöhnen. Und an mich. Eine Trude? Ja, nur schon am dritten Tag meiner Ich liege mal den Flachphase geht es mir schon besser.
So gesamtkörperlich gesehen, ja, meine Sicht ist immer noch ein bisschen dicke. Es scheint so, als hätte mein Körper gesamten Eiter angesammelt und alles nach hier oben geschickt. Dadurch, dass an meinem Zahn gerade eine offene, wie soll man sagen, eine offene Wunde war, halt durch eine Wurzelentzündung, hat sich das natürlich darüber alles ergossen. Ja, das ist halt dasselbe wie mit dem Fuß, wenn man jetzt einen Moskitostich kriegt und den dann aufkratzt und dadurch dann eine eiternde Wunde entsteht. Ist im Prinzip genau dasselbe wie mit dem Zahn. Der Körper benutzt halt diese offenen Wunden, um den ganzen Eiter und Schleim loszuwerden. Und ja, ihr kann bloß froh sein. Mich glücklich schätzen, dass das halt hier im Außen landet und nicht irgendwo hier im Innen, ne? Weil wenn da innen irgendwie was anschwellt, das wird dann unangenehm und das kennen ja die meisten alle als richtig fette Erkältung so, obwohl das ja im Grunde auch so hat wie eine Erkältung ist. Weil wenn das hier über Nacht auskühlt, der Kopf, ne, landet halt die ganze Rotze da drin vom wärmeren Körper. Oder wenn die Füße zu doll auskühlen und der Rest tagsüber wärmer ist, landet das halt alles in den Füßen. Also der Körper ist Tag und Nacht damit beschäftigt, die ganze Rotze immer nur hin und her zu schieben. Ja? Solange wir hier oben immer schön nachfüllen, ne? Sagt der Körper sich irgendwann, ja, ich will das aber richtig loswerden. Ne? Und da ist natürlich jede kleine Wunde ein begrüßenswertes Türchen. Als wir damals als kleine Burschen immer krankhafte Zustände hatten, die sich dann schon manchmal über 1 bis 2 Wochen hinstreckten, und gab uns unsere Oma Prutzke, haben wir sie genannt, oder auch meine Mama, Kamillentee. Generell Tee, ja, und Haferflocken. So, und das ist heute mein Essen, so wie gestern und vorgestern. Jo, guten Tag. Und ich denke mal, die Trockensaison hat nun endlich auch einen Weg hergefunden. Denn heute Morgen fand ich in meinem 5 Liter Aufbewahrungsbehälter für Wasser einen toten Lizard. Ich hatte den Behälter vielleicht ein paar Minuten offen gelassen. Ja, nicht drauf geachtet, nicht gleich wieder zugemacht. Und ja, heute Morgen fand ich denn einen Lizard drin, einen toten. Konnte ich dann natürlich 2,5 Liter Wasser wegkippen, weil wirklich trinken wollte ich das dann nicht mehr. Samstag. Ich nehme an, heute ist Samstag. Und ich war gerade wieder an der Küste. Ein bisschen frische Salzluft schnuppern. Habe ich gestern auch schon gemacht, eine Stunde auf dem Nachmittag, weil ich gemerkt habe, also heute habe ich es nochmal gemacht, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Zusammen mit dem Kamillentee sind meine Entzündungen im Gesicht und an den Füßen recht flott davongegangen. Und ich muss sagen, jeden Abend habe ich mir meine Füße auch immer schön eingeschmiert mit Kokosnussöl. Gibt es ja für 2, 3 Euro so ein Viertel Liter Kokosnussöl. Wow. Da heilen so Wunden, Entzündungen ziemlich rasch mit. Da war ich überrascht. So, und jetzt für heute mal zum Gartenthema. Die Peperoni oder Chili-Pflanze macht weiterhin wunderbare, schöne rote Früchte. Rote Früchte, die uns sagen, Achtung! Und dann wachsen die auch noch wild. Zumindest hier ist wild gewachsen, da habe ich nichts mit zu tun. Eine Paprikapflanze. Aber ich habe auch vor ein paar Wochen angefangen,
Paprikapflanzen zum Wachsen zu bringen. Für die Samen ist meine liebe Mama verantwortlich. Und ja, das sind F1-Hybriden. Die überstehen ihr Wachstum hier schadlos. Wenn das jetzt Heirlooms sind, da gibt es ja so viele Prädatoren, die fressen die Pflanzen einfach auf. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, die hier zum Beispiel, die habe ich gestern eingepflanzt, als ich auf den Füßen war. Die kommt hier noch reingepflanzt demnächst. Die soll mal noch ein bisschen wachsen. Die dort hatte ich vorgestern eingepflanzt. Die bekommen immer ein bisschen Wasser danach, weil das schon eine Weile nicht mehr geregnet hat. Mit einer Weile meine ich, na, so richtig ausgiebig ist das schon wieder 2 Wochen her. Und die beiden Kollegen hier, nee, es ist nur einer. das müsste auch eine Paprika sein. Aber das ist halt auch wilde wachsen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass die das gerne haben, wenn man drumrum ein bisschen mulcht mit Kokosnusshusk. Gucken wir mal gleich hier. Na, hier ist es nicht so doll. Außer jetzt zum Beispiel diese kleinen Schnecken. Ah, die Kellerasseln. Ja, da sind sie. Die Kellerasseln. Und noch mehr Schnecken. Da sind zum Beispiel auch unsere Mineralstoffe. Wenn die Schnecken hier mal sterben, dann bringen die Gehäuse Mineralstoffe in den Boden. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ja, dann wächst hier Kurkuma oder Ingwer. Ich kann die beiden immer noch nicht so auseinanderhalten. Ja, ich glaube Ingwer. Kurkuma sah nämlich ein bisschen anders aus. Der wächst da hinten. Der Kurkuma. Ja, das ist der Kurkuma. Der wächst so. Die machen jetzt auch Früchte. Ja, und die Kürbisse. Die Hokkaidos. Da habe ich auch festgestellt, jeder Samen bringt eine Pflanze hervor und diese eine Pflanze macht hier im Wald unter diesen Bedingungen eine Frucht. Und nicht mehr und nicht weniger. Es gibt zwar mehrere Ansätze, aber wenn erstmal eine Frucht beginnt zu wachsen, sterben die anderen, die noch klein sind, einfach da, die sterben dahin, die faulen ab, fertig. So, und wenn jetzt die Frucht hier ihre höchste Reife erreicht hat, dann sehen wir jetzt schon hier, macht die Pflanze noch ein paar männliche Blüten, aber es beginnt langsam zu sterben. Das sieht man schon an den Flecken hier an den Blättern. Also in einer Woche spätestens ist die Pflanze tot. Und dann können wir den Kollegen hier ernten. Dann haben wir wieder neue Samen. Das ist nämlich kein F1. Dann haben wir neue Samen und mal eine schöne Kürbissuppe. Ja, und alle anderen Felsenmelonen habe ich schon geerntet. Hier warte ich auch noch ein bisschen. Mache immer den Drucktest. Ah, die kann auch. Die Pflanze ist auch noch nicht komplett abgestorben. Aber inzwischen habe ich hier schon neue ausgesät von den Früchten, die ich schon geerntet habe. Und die wachsen. Die sind auch gleich nach 2 Tagen gekeimt. Der Wahnsinn. Da auch. Ja. Die Custard Apples habe ich hier mal hingestellt. Hier sind sie geschützt vor Wind und kriegen ein bisschen mehr Sonne. Jo. Ja, die Tomatenpflanzen. Hier hatte ich auch nochmal überall Tomaten ausgesät. Mal schauen, wann die kämen. Die Tomaten wachsen ja auch gut. Aber halt mit dem Blühen und mit dem Früchte machen, haben die sich hier so ein bisschen, ich will nicht sagen problematisch, aber affig. Am letzten Wochenende hatte ich schon wieder 3 neue Bananenstauden hier.
Da steht auch noch eine. Und hier noch eine ganz kleine. Und da noch eine. Waren das sogar vier? Schau her. Und auch von den Papayas gibt es mal ein Update. Wachst, Mädels, wachst. Ich freue mich auf euch. Heute blüht der Hibiskus das zweite Mal. Noch eine Bananenstaude. Noch eine Bananenstaude. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Mädels, und wenn die Sonne höher steigt, was er jetzt schon angefangen hat, dann macht ihr alle schön Früchte für mich. Nehmt euch mal ein Beispiel an die Lesis. Ha? Wow. Sollte doch bald jeden Tag eine Papaya drinne sein, die man essen kann. Und dann könnte ich jetzt natürlich Filme machen, wo ich durch den Garten gehe und sage, ja guck mal, das, der Teil vom Garten ist damals als erstes entstanden und der dann und dann und so weiter und so fort. Ne? Aber im Grunde genommen brauche ich euch doch nur verweisen auf meine älteren Videos. Dann seht ihr auch gleich mal die Entwicklung, die ich dabei durchgemacht habe, wie ich zum Vollblut-Waldgärtner geworden bin. Ja, und ich denke mal, all die Filme, die ich hochgeladen habe, nur ich bin kein Videokünstler, muss ich zugeben, aber schaut sie euch an, die sprechen doch für sich.